Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutia. Schon wieder braucht die Sturm der Liebe Gemeinschaft starke Nerven. Eine der beliebtesten Figuren, Gary Richter, den auch ich sehr feier, sagt Adieu und damit auch der Schauspieler. Ich freue mich, dass du da bist. Johannes Huth, wie geht's dir und wo bist du? Hallo, lieber Nico. Ich bin gerade in Berlin und es geht mir sehr gut. Wie geht's dir? Dankeschön. Mir geht's auch sehr gut. Du siehst auch großartig aus. Dankeschön. Danke. Ein bisschen verändert. Zum letzten Mal. Und danke dir. Du auch natürlich. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, adieu, Gary. Das ist natürlich, ich weiß vom letzten Interview natürlich, wie viel dir diese Figur bedeutet hat. Und da frage ich mich natürlich, war das eine Entscheidung von dir oder hast du mit den ganzen Produzenten oder den Autorinnen zusammengesessen und gesagt, ich will gehen, oder haben die gesagt, es wird Zeit für Gary zu gehen? Das war meine Entscheidung. Also das kann ich ganz klar sagen. Es war keine einfache Entscheidung. Also ich hatte sehr viele schlaflose Nächte, weil, wie du schon sagst, mir die Figur sehr am Herzen liegt und ich für mich aber irgendwann die Entscheidung getroffen habe, okay, was möchte ich denn? Und für mich ist es einfach wichtig, mich natürlich menschlich weiterzuentwickeln, aber auch beruflich weiterzuentwickeln. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, adieu Gary, weil ich es für mich wichtig finde, mich aus einer Komfortzone auch rauszubewegen, damit ich wachsen kann. Also es ist so ein bisschen, ich wollte auch mit einem lachenden Auge, lachenden und einem weinenden. Lachenden Weinen gehen. Und ja, ich glaube, das ist mir jetzt gelungen. Das ist natürlich, auch das wissen viele von euch vielleicht nicht, immer ein ganz mutiger Schritt, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler sagen, ich gehe jetzt aus einer täglichen Serie raus. Ne, das ist natürlich auch finanziell dann so eine Sache, weil im Idealfall kommt was hinterher, aber manchmal ist ja auch, braucht man ja auch vielleicht erstmal ein bisschen Ruhe. Wie sieht denn bei dir die Zeit nach Sturm der Liebe aus? Meine Zeit nach dem Sturm hat begonnen erstmal mit einer Reise. Ich war 6 Wochen in Thailand und bin mit dem Rucksack durch Thailand gereist, weil ich irgendwie erstmal einen anderen Input haben wollte. Und jetzt komme ich so langsam wieder in Berlin an. Also du hast schon recht, natürlich ist das immer mit einer finanziellen Unsicherheit auch verbunden, wenn man sich dazu entschließt, aus einer Serie rauszugehen. Aber ich genieße gerade auch so ein bisschen die Zeit für mich, um mal wieder ein bisschen auch bei mir anzukommen, wieder ein bisschen mehr mit der Familie zu machen und ja, auch ein bisschen Energie zu tanken, weil die 1,5 Jahre waren schon echt ziemlich intensiv. Ja, ich glaube, es wird immer gerne unterschätzt, ne? Also der Traum ist natürlich, du bist am Set, Füße hoch, Weintrauben werden dir gereicht und 2, 3 Szenen am Tag drehst du. Ist natürlich nah an der Realität nicht. Wie viele Szenen hast du so am Tag ungefähr gedreht? Am Tag, es war immer unterschiedlich. Ich würd mal sagen, in der Woche war ich so zwischen 16 bis 25. Das hat immer variiert, aber ich würde sagen, ich war näher an der 20 dran als an der 10. Also 5, 6 Szenen pro Tag, das ist schon realistisch. Bei einer täglichen Serie gibt es Änderungen. Manchmal wird was hin und her geschoben. Also nehme ich auch an, die Abende waren jetzt auch nicht so Füße hoch, sondern eher noch mal ins Drehbuch geschaut, oder? Nee, also ich glaube, mein Tag sah immer so aus. Ich bin abends nach Hause gekommen, habe mir noch was gekocht und dann ja, sind da bestimmt noch mal 2 bis 3 Stunden für die Vorbereitung für den nächsten Tag draufgegangen, ja. Wie bei Lehrern. Ja, aber eben, und das ist natürlich, das merkst du dann auch irgendwann. Also du merkst es auch körperlich, du merkst es mental. Du beschäftigst dich ja auch so viel mit dieser Figur, dass du halt, ich habe immer gesagt, ich brauche den Samstag einfach für mich komplett, aber sonntags beschäftigst du dich dann wieder mit der kompletten Woche und das summiert sich schon. Und das habe ich gemerkt, als ich dann eben auf Reisen war, wo ich gemerkt habe, wow, ich will auch jetzt erstmal nur 2 Tage schlafen, einfach nur. Dann lass uns einmal kurz Memory Lane, die Erinnerungsstraße, runtergehen. Wir springen zurück zu der wirklich schönen Hochzeit. Shirin und Gary haben geheiratet, Merve Shaki und du vor der Kamera. Und eine Hochzeit ist natürlich immer ein Riesenfest, ein Riesenaufwand. Und trotzdem werden die Drehtage ja nicht länger. Aber das Ergebnis ist toll geworden. Wie denkst du heute zurück an die Hochzeit? Das war ein Knaller. Die Hochzeit war ein Knaller. Also ich muss echt sagen, ich glaube, ich krieg jetzt noch Goosebumps, wenn ich mir dran denke. Da war so viel Liebe drin. Ich bin den AutorInnen so dankbar, dass sie diesen Abschluss auch geschrieben haben. Also weil man so, man blickt zurück, die allererste Szene. Ich komme auf diesem Rasenmäher angefahren und ich verlieb mich sofort in diese Frau. Und dann stehst du plötzlich in diesem Zelt und auch die Idee, dass man eine deutsch-türkische Hochzeit macht und auch
ja, auch eine andere Kultur mal zeigt, das irgendwie auch ungewöhnlich ist und dass man auch Szenen hat, die komplett auf Türkisch ablaufen und du hast einfach nur Untertitel. Das hat irgendwie so eine Authentizität ausgemacht, dass ich habe das so, so sehr genossen, auch mit den ganzen StatistInnen. Und man hat aber auch gemerkt, also alle, die dabei waren, waren Feuer und Flamme und hatten einfach Bock, diese Geschichte mit diesen zwei Figuren zu Ende zu erzählen. Und das war sehr, sehr, sehr besonders. Ich hoffe, als dann die Kameras durch waren, dass auch das gesamte Team da war und dass ihr dann noch alle ein bisschen zusammengefeiert habt, weil es ist ja ein immenser Aufwand. Man kann es sich ja kaum vorstellen. Wir sind leider sehr spät fertig geworden und es war sehr kalt. Es war wirklich schweinekalt. Man sieht es Gott sei Dank nicht, aber wir hatten auch so Heizstrahler überall und ich glaube, es waren alle nur froh, dann irgendwie schnell in die Badewanne nach Hause, weil wir auch am nächsten Tag wieder gedreht haben. Aber wir haben das dann auf jeden Fall am Wochenende nachgeholt, ja. Die Ausbeuter-Filmproduktion, was ist das und wie lange ist es her, dass da mal was veröffentlicht wurde? Ah, ja, das ist leider sehr lange. Ich glaube, 2018 haben wir unseren letzten Film gemacht, das war Großmachen. Die Ausbeuter-Filmproduktion, das ist ein Kollektiv, das ist der Matthias Renger, der glaube ich auch schon bei dir war. Ja, großartig, großartiger Typ. Super, und der Philipp Lind und wir drei, wir haben zusammen Theater gespielt und irgendwann haben wir beschlossen, hey, wir gründen ein kleines Filmkollektiv und haben Kurzfilme, einen mittellangen Spielfilm gedreht und konzipiert, produziert und ja, leider hatten wir die letzten Jahre alle unterschiedlich viel zu tun, aber es wäre sehr, sehr schön, wenn wir demnächst nochmal was in Angriff nehmen würden. Ihr seid ja alle jung, da liegen ja noch ein paar Jahrzehnte vor euch, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich merke, auch das ist ein Punkt jetzt so, nachdem man irgendwie die ganze Zeit in so einem Drehrhythmus war, wo ich jetzt für mich auch merke, hey, ich habe auch wieder Bock, eigene Sachen zu machen, Sachen zu schreiben, Regie zu machen, auch wieder ein bisschen was zu produzieren, einfach so als Balance zu dem Spielen, was jetzt eben anderthalb Jahre einen großen Fokus irgendwie eingenommen hat. Und was von Gary, und ich meine jetzt nicht innerlich, sondern äußerlich, hast du mitgenommen? Gab es irgendwie ein Signature-Kleidungsstück, bei dem du gesagt hast, das würde ich wirklich gerne mitnehmen? Oder Schmuck oder irgendwas? Oder hast du Gary komplett dort gelassen in Bayern? Nein, habe ich nicht. Ich habe zwei Jacken mitgenommen tatsächlich. Ich habe einmal diese Arbeitsjacke, diese Kordjacke mitgenommen. Und dann habe ich diese Ameise geschenkt bekommen. Die stand nämlich immer in der Wohnung Erik und die Ausstattung hat mir diese Ameise zum Schluss geschenkt und mitgenommen. Und die hat bei mir einen ganz, ganz besonderen Platz. Also ich habe ihn schon auch teilweise mitgenommen, ja. Was meinst du, wie lange wird dich diese Figur verfolgen? Im positiven Sinne, weil was du da gespielt hast und du hast es ja auch sicherlich an Feedback oft genug zurückbekommen, war ja schon außergewöhnlich. Also ich vermute noch ein bisschen länger. Also gerade, wir waren jetzt gerade auf Fan-Tour in Belgien und da sind die mit der Ausstrahlung noch ein bisschen hinterher. Und es gibt ja auch noch Italien. Also ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre werde ich bestimmt immer noch wieder mit dieser Figur in Berührung kommen, was auch super, super schön ist. Aber ja, es ist schwierig, das so vorauszusagen. Bevor es für Gary und Shirin auf Hochzeitsreise ging, hat Gary sich natürlich von allen Tieren verabschieden wollen und müssen. Hast du dich von allen Menschen verabschiedet oder gab es Menschen, die du bewusst ausgelassen hast? Also nicht bewusst ausgelassen. Ich weiß nicht, ob ich mich tatsächlich bei allen persönlich verabschiedet habe, aber ich denke schon. Also es klingt immer so cheesy, ne? Aber es wird deine Familie. Und die manche Leute, klar, mit denen kommst du besser klar, aber mit manchen weniger, aber grundsätzlich habe ich das so genossen, einfach irgendwo hinzukommen. Du wirst da so aufgefangen und das ist so eine geile Arbeitsatmosphäre. Und ich glaube, das wollte ich auch zeigen, dass mir das wichtig ist und dass ich das wertschätze. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, doch bei allen verabschiedet, ja. Und bei wem hat es unerwartet am meisten wehgetan? Unerwartet? Es hat natürlich sehr wehgetan bei Sven, bei Stefan. Also ich hatte es erwartet, aber es hat nochmal so ein bisschen reingekickt. Also das ist wirklich, als wir uns dann umarmt haben, dann irgendwie nochmal zu realisieren, ich komme am Montag nicht mehr wieder. Ich komme nicht ins Studio am Montag und drehe mit euch. Und das war schon sehr, sehr berührend. Also die beiden sind mir sehr ans Herz gewachsen. Natürlich auch noch andere. Also da müsste ich jetzt wirklich so eine Liste irgendwie aufführen. Aber die beiden, das war schon sehr, sehr besonders. Und jetzt, Johannes? Und jetzt?
Gerade jetzt macht man das, was man machen muss, wenn man jetzt erstmal keinen fixen Job mehr hat. Das heißt, viel Akquise, viel E-Mails schreiben, aber auch ein bisschen auf sich gerade schauen, irgendwie ein bisschen weiterkommen, wachsen. Achtsamkeit. Ich glaube, das steht jetzt ganz oben auf meiner Liste. Meine Schauspieldozentin hat mal gesagt, und das ist eigentlich ein sehr schöner Satz, den ich für mich, den ich sehr verinnerlicht habe. Sie hat immer gesagt, die Arbeit eines Schauspielers, einer Schauspielerin fängt dann an, wenn du keine hast. Und damit hat sie vollkommen recht, weil dann musst du anfangen, dir Sachen zu suchen, weiter an dir zu arbeiten und dich weiterzuentwickeln. Und wo wärst du gerne? Also vor der Kamera? Bei welchen ein, zwei Produktionen, bei denen du sagst, oh, das wäre geil. Also es ist ja tatsächlich immer noch so, dass das Krimi-Fach bei mir noch ganz oben auf der Liste steht. Also da bin ich natürlich, da hätte ich schon Bock drauf. Ich hätte schon Bock auf den Tatort. Als Leiche, als Verdächtiger, als Ermittler? Da habe ich mir noch gar nicht so große Gedanken drüber gemacht. Aber ich weiß, dass ich als Kind immer gesagt habe zu meiner Mutter, ich möchte einmal einen Tatort machen. Und ich glaube, das schwingt immer noch so ein bisschen mit. Ob das jetzt als Leiche ist oder als Ermittler, ist mir, glaube ich, da ganz gleich. Aber guck, schon hast du den Verdächtigen rausgelassen. Also hast du schon mal ausgeschlossen. Ja, dann lass uns zum Schluss über das Wichtigste aller Themen sprechen. Was ist deine liebste Pizzasorte? Meine liebste Pizzasorte? Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Meine liebste Pizzasorte ist auf jeden Fall, ich will keine Schleichwerbung machen, aber es gibt eine ganz tolle vegane Pizza in München. Und die machen so Cashewkäse obendrauf mit, ich glaube, Aubergine ist das, und mit verschiedenen Tomaten und Basilikum. Kann ich sehr empfehlen. Hast du sonst als Pflanzenfresser, wie du dich selber auf Instagram bezeichnest, in einer anderen Sprache, Schwierigkeiten bei Pizzaläden hier in Berlin was zu finden oder gehen? Nee, also geht sehr gut. Also die meiste Zeit musst du einfach nur den Käse abbestellen. Also deswegen ist das eigentlich sehr einfach in Berlin. Wer jetzt also nochmal sehen möchte, wie nice Johannes Gerry Richter spielt, der geht in die ARD-Mediathek und gibt dort einen Sturm der Liebe und wird natürlich fündig. Aber ihr müsst euch beeilen, weil ihr wisst, es ist nicht für immer dort. Und ich freue mich, dass er heute da war. Johannes Huth in der Web-Talkshow, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast. Es war mir wieder ein Fest. Sehr gerne. Und ich habe das Gefühl, wir sehen uns spätestens zu deinem Tatort wieder. Du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in deinem Leben in eine Kamera gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass immer so getan wird, als ob Veganer alle vollquatschen, bitte werdet vegan. Das ist mir nie passiert. Ich habe nicht einen einzigen Veganer oder Veganerin getroffen, die das gemacht hat. Es sind immer nur Leute, die sich hardcore angegriffen fühlen und sagen, die labern einen die ganze Zeit voll. Ist mir noch nie passiert und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte am Start. Wir sehen uns wieder zur Web-Talkshow. Mein Name ist Nico Gutjahr und jetzt die heutige Abschlussworte von Johannes Huth. Bis dann. Ich möchte gern auf was aufmerksam machen. Der Nico hat mich eben schon gefragt, was ich mitgenommen habe. Ich habe diese gelbe Gerry-Jacke mitgenommen. Und ich habe die Jacke von ganz vielen Sturm der Liebe-KollegInnen unterschreiben lassen. Und ich würde diese Jacke sehr, sehr gerne versteigern. Und alles, was dem zugute kommt, an den Verein Jung und Krebs spenden. Das ist ein Verein aus Freiburg und die arbeiten mit jungen Menschen zusammen, die Krebs haben, die organisieren Selbsthilfetreffen, aber die erfüllen auch Wünsche. Und das möchte ich gerne spenden und ich fände es mega cool, wenn wir diese Jacke für möglichst viel, viel Geld versteigern können. Und alles dazu findet ihr bei mir in der Bio auf Instagram.